Eigentlich sind wir jetzt, ist 9:01. Wir könnten starten. Ich habe gerade eine Fehlermeldung. Berechtigung zur Bildschirmfreigabe muss erteilt werden. Aber du bist sichtbar. Alles gut. Ehrlich? Oh, okay, gut. Dann prima. Wir können starten, glaube ich. Ja, der Ton ist okay. Wir haben einen Hall drauf. Ja, kommt an. Genau. Das ist ein, Bernd ist noch sehr dunkel. Ja, ich suche hier noch, wo ich die Kameras umschalten kann. Ja, ach, das Problem. Warte. Ja, irgendwie in den Browser-Einstellungen habe ich es dann gefunden, nachdem der Kunal das gestern im Info-Chat rausgefunden hat. Okay. Ja, fangt ruhig an, ich suche. Okay. Ja, fangen wir an, oder, Marianne? Marianne, ich gucke dich gerade an. Das siehst du aber gar nicht. Ne? Ich weiß ja nicht, es kann sein, ob sie keinen Ton hat oder so. Ich glaube, dass sie uns nicht mehr hört. Ja. Entweder hat sie keinen Ton. Was sagt sie? Defekt? Tondefekt? Kein Ton. Okay. Gut. Dann. Du hattest die Präsentation vielleicht auch, also dass du starten könntest, dann würde ich den Benedikt mal suchen und dem mal Bescheid sagen. Ja, also ich glaube, wir können dann starten wir, mal, dass Marianne sich noch irgendwie reinklinken kann. Genau, so. Genau, wir starten. Es geht um den LernOS Leadership Guide. Und bevor wir mal so anfangen, davon zu erzählen, was wir gemacht haben, wie wir vorgegangen sind, würde ich erstmal kurz wissen, wer von euch ist denn. Also erstmal die Kamera einmal abdecken, bitte. Einfach Finger davor halten. Und wer von euch hat Führungserfahrung? Wobei wir Führungserfahrung schon weiter definieren, nicht einfach nur disziplinarische. Wer Führungserfahrung in irgendeiner Form hat, bitte einmal Kamera aufmachen. Super. Sehr schön. Dann nochmal wieder abdecken. Zweite Frage. Wer von euch hat schon mal in irgendeiner Form eine LernOS-Reise gemacht oder einen Wollzirkel oder so? Dann bitte Kamera auf. Ah, alles Expertin hier. Super. Und dann nochmal die Kamera zu. Wer von euch hat schon mal einen LernOS-Leitfaden entwickelt oder ist dabei? Bitte Kamera auf. Ah, sehr gut. Prima. Dann dürft ihr jetzt alle, genau, das ist lauter Experten hier. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das ist prima. Wir haben, ja, wir sind dabei, ne, so in, gerade so in der, auch in der Schreibphase für den LernOS Leadership Guide. Und wir, das ist eine ganze Crew von Leuten. Und hier ist jetzt Marianne und Piwi und ich selber sind jetzt heute hier dabei. Marianne, kannst du die Präsentation weiterklicken, zumindest? Okay, das scheint nicht so zu funktionieren. Das ist jetzt relativ, es scheint irgendwie gar nichts zu hören. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Dann kann ich einfach mal so ein bisschen erzählen, vielleicht. Ich versuche mal über den Chat ihr zu schreiben. Ja,
Das wär gut. Warte mal. Folie weiter. Das ist jetzt irgendwie eine Remote Control Extended Version. Work. Ich rufe sie mal an. Ach, super, danke schön. Genau. Da machen wir notfalls einen Audiokanal nebendran auf. Also LernOS, wisst ihr ja schon alle, was das ist. Von dem Vorgehen, das war historisch gesehen, aber historisch, ne? So irgendwann im Herbst letzten Jahres, da gab es ein Barcamp aus der LernOS-Community und dann hatte der Felix die Session gemacht und hat irgendwie gesagt, ja, er würde gerne irgendwie einen Leadership-Guide mal machen und wer dann Lust hätte. Und dann haben sich so ein paar Leute gefunden und dann gab es erste informelle Treffen, online natürlich alles. Und dann kristallisierte sich auch so ein Prozess daraus. Es gab dann Leute, die waren mehr engagiert, andere waren weniger engagiert. Das Spannende tatsächlich war an der Situation, dass es keinen, also schon war Felix irgendwie sozusagen die Initialzündung. Aber er hat sich dann doch auch, also es war dann trotzdem nicht klar, wer ist eigentlich jetzt sozusagen drin und nicht drin. Ne? Das heißt, war eine sehr wabernde Gruppe, sage ich mal so. Und wir sind dann erstmal durch so eine Art Urschleimprozess auch durchgegangen und haben wirklich geguckt, also wirklich so ein bisschen Design Thinking-artig. Ne? So, was ist denn jetzt eigentlich unsere Zielgruppe? Ne? Und wir haben Personas definiert, wie sollen die sich dann im Idealfall fühlen, wenn die so durch 12 Wochen Leadership durchgegangen sind. Das heißt, das waren alles so Sachen, die wir tatsächlich, also mit einer Gruppe durch diesen Prozess gegangen sind, wo auch mal wieder neue dazugekommen sind oder andere raus oder zwischendurch irgendwo rein oder raus sind. Was insgesamt, also aus der Retrospektive tatsächlich betrachtet, total spannender Prozess war. Dann gab es so auch die Situation, also wo sich sozusagen dieses Kernteam, also soweit man das jetzt als Kernteam bezeichnen kann, auch geändert hat. Das heißt, also der Felix sagte dann irgendwann so, und übrigens, ich mache jetzt irgendwie das erste Halbjahr 2021 in Sabbatical und ich bin dann mal im Wesentlichen weg und insbesondere kann ich nicht wirklich auch mich um die Zoom ganzen Organisationssachen kümmern. So, und dann gab es andere, die dann irgendwie reingesprungen sind. Das heißt, das hat sich durchaus so ein bisschen auch verschoben von den Teams her. Von der Zeitplanung her ist es so, dass wir jetzt, wie gesagt, im Augenblick dabei sind, sozusagen, wir haben eine Gesamtversion, die wir jetzt noch einmal intern reviewen und dann gucken wir nochmal sozusagen insgesamt drauf und dann würden wir Pilotgruppen starten. Und das ist auch so ein bisschen der eine Punkt, den ich hoffe, hier auch irgendwie rauszubekommen, dass wir die Chance haben, vielleicht die eine oder die andere von euch, ich hätte auch Lust, irgendwie an einem Piloten teilzunehmen. Oder ich kenne Leute oder ich habe in meinem Unternehmen, das wäre total spannend, wir könnten in meinem Unternehmen irgendwie eine Pilotgruppe aufsetzen. Ja, das wäre sozusagen ein Ding, was total schön wäre, hier rauszubekommen. Es gäbe übrigens total schöne Folien für das alles, was ich gerade erzähle. Ich versuche, während du erzählst, irgendwie noch zu retten, aber ich kriege auch eine Fehlermeldung, aber ich bin dran. Also red mal weiter, danke. Ich versuche es im Hintergrund. Danke. Genau, so, das ist so ein bisschen das eine. Was wir dann noch gemacht haben, ist tatsächlich irgendwann diesen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir an zu schreiben. Und das war der erste, eigentlich auch einzige Punkt bislang, wo wir gesagt haben, jetzt definieren wir quasi, wer ist drin und wer ist nicht drin. Oh, es gibt neue Folien, wir sind schon ein bisschen weiter. Also ich habe jetzt... Ich weiß nicht, ob es der Stand ist, den die Marianne wirklich erarbeitet hat, aber ich habe zumindest mal Folien jetzt. Ja, zu Huhn. Genau. Gut, genau. Das ist das ganze Gesamtteam, womit wir angefangen haben. Wir können noch mal einmal kurz durchgehen. Genau, da haben wir Personas erarbeitet und Zielgruppen. Genau, das sind die Personas. Dann haben wir an der Struktur mit Cherry Picking sozusagen an der Struktur gearbeitet.
und sind jetzt in der Schreibphase, am Ende der Schreibphase. Genau, und was ich gesagt habe, Autorenteam, das ist tatsächlich so, dass das der Punkt war, wo wir gesagt haben, jetzt fangen wir an zu schreiben. Und jetzt ist es uns wichtig zu sagen, wer ist drin und wer ist nicht drin. Weil Schreiben ist dann echt Arbeit, also es ist nicht wahnsinnig viel Arbeit, weil wenn ihr so wenn ihr diese Leitfäden kennt, da steht ja nicht beliebig viel Text, aber es braucht natürlich eine hohe Zuverlässigkeit, um das wirklich aufzuschreiben und zusammenzuführen. Das heißt, da war tatsächlich der Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt gibt es ein AutorInnen-Team und ne, die sind drin und der Rest eben nicht. Genau, so. Wir haben auch, das ist jetzt, glaube ich, nichts, genau, das ist unser AutorInnen-Team. Sehr gut, danke. Die auch alle könnt ihr im Prinzip ansprechen, wenn ihr irgendwie da Interesse habt, auch an den Piloten teilzunehmen. Die jetzt bestimmt Übungen vorbereitet hat. Nee, wir hatten jetzt noch sozusagen ein bisschen überlegt, so Retrospektive, was wir dann irgendwie erfahren haben. Das ist, glaube ich, jetzt in den Folien, die du hast, wahrscheinlich nicht drin. Da erzähle ich jetzt noch ein bisschen was dazu, einfach so. Das ist, wie schön, das ist alles improvisiert hier. Yay. Genau. Ja, so. Was wir dann jetzt tatsächlich mal gemacht haben, ist auch sagen, wir sollten mal eine Retrospektive machen, wie der Prozess bis hierhin war. Was übrigens na, aus meiner Perspektive, ich mache Agile Coach und ich sage allen Teams, ihr müsst immer Retros machen. Total spannend, dass mir selbst das erst, also in diesem Kontext, erst sehr spät aufgefallen war, dass es vielleicht doch eine gute Idee war. Und es ist auch jetzt total schön, das ne, dazu mal zu reflektieren. Da gab man mal echte Erkenntnisse an der Stelle auch. Ja, das so ein bisschen an die eigene Nase packen. Es gibt Dinge, von denen ich gesagt habe, die waren super. Das war jetzt so dieses generell, dieses, irgendwer hat immer die Verantwortung aufgefangen. Hm? Das ist so der erste große Ding, Felix sagt, ey, ich bin jetzt mal auf Sabbatical und so. Und dann hat es weitergegangen. Wir hatten irgendwie, wer hat immer irgendwas gemacht, hat es immer aufgefangen. Das heißt, es war ein sehr selbstorganisierter Prozess und das halt, wie gesagt, noch nicht mal am Anfang mit einer Gruppe, von der man wusste, wer drin ist und wer nicht drin ist. So, ne? Das war total spannend. Dass sozusagen diese Struktur, die wir da haben, aus der Gruppe entstanden ist. Wir haben immer gesagt, okay, es macht Sinn, alle 2 Wochen irgendwie treffen wir uns. Zwischendrin gibt es ein kleines Team, die sozusagen diese Treffen vorbereiten und so. Aber alles offen, transparent. Das war ein ziemlich spannender Prozess. Und es war dadurch auch möglich, ja, ne, dass jeder und jede sich da so weit einbringen konnte, wie er oder sie halt das jetzt für sinnvoll hielt oder was irgendwie funktioniert hat. Was dann schon manchmal gefehlt hat, ist tatsächlich so das Gefühl von Orientierung. Wer hat eigentlich jetzt welche Rolle? Ich meine, es gab ja keine formalen Rollen, aber irgendwo, oder was ist meine Rolle irgendwie so? Ne? Ein Punkt, der bei mir dann auch tatsächlich, also persönlich hochkam, war ich dann manchmal so, oh ey, jetzt müssen wir schon wieder hier durch diesen komischen Prozess. Ne? Auch das spannend, weil ne, ich das den Teams, mit denen ich arbeite, immer sage und sage, ja, das ist sozusagen der Prozess, da müssen wir jetzt hier durch und das ist vielleicht ein bisschen schwierig und anstrengend und trotzdem ich selber da irgendwie so, oh nee, müsste das jetzt nochmal sein. Das war total spannend. Und ist, was natürlich auch fehlte, was aber durchaus auch irgendwie vielleicht positiv ist, ist dieses, es gab ja keine Erwartungen an uns. Wir haben gesagt, wir machen diesen LernOS Leadership Guide. Aber niemand draußen in der Welt hat gesagt, ihr sollt das jetzt machen. Sondern das ist sozusagen aus uns raus entstanden. Es ist nie irgendwo irgendeine Art Erwartung geäußert worden. Also viel Interesse. Ja, aber nicht irgendwie irgendeine Art Erwartung. Was wir, also so Sachen, die gelernt, würde ich sagen, also das ist für mich einer der Punkte war, was total klasse war, tatsächlich so dieses Zusammenarbeit mit Überzeugungstätern.
Also lauter Menschen, die begeistert sind von dem, was sie tun, die unterschiedliche Ideen hatten oder Visionen persönlich, aber trotzdem letztendlich mit viel Begeisterung und viel Enthusiasmus dabei waren. Das war super, das würde ich immer wieder machen. Etwas, was ich auch gelernt habe, ist tatsächlich auch so ein bisschen Bewusstsein, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen und das auch kommunizieren. Also irgendwann war ich mal in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt hier Informationsbottleneck und behindere und konnte aber gerade nicht anders, weil ne, ich habe ja auch Arbeit. Und das war aber auch, ne, einmal angesprochen, zack, waren Leute da, die dann irgendwie Sachen übernommen haben. Also das war total klasse. Genau. Es gibt ein Risiko tatsächlich, was wir auch gesehen haben. Es gibt natürlich auch Spannungen in so einer Gruppe, in einem Team. Da tauchen vielleicht schon mal Leute auf, die eigentlich, also sagen wir mal so, in Frage stellen, ist bis zu einem gewissen Grad okay, aber wenn da sozusagen sehr, wenn das sehr weit weg ist von dem, wo wir eigentlich schon sind und irgendwie ständig mehr komplett zurückgeworfen werden, oder wenn auch sozusagen von einzelnen so eine Anspruchshaltung reingetragen wird, ne? So, das hatten wir und das hat sich bereinigt, aber das hätte auch schief gehen können, glaube ich. Es hätten auch jetzt sozusagen die Leute, die dann irgendwie reingegangen sind mit ihren eigenen Kompetenzen und das quasi geklärt haben, das hat funktioniert. Aber das hätte, also sowas hätte auch die Gruppe sprengen können, ne? So. Genau. Und wie gesagt, spannend, was auch gelernt ist, diese Art Selbstorganisation in einer total losen Gruppe kann funktionieren. Und da kommt auch Struktur raus. Und es kommt auch, und glaube ich, also nach dem, was ich so jetzt aus der rückwärts betrachtet, so wie ich das sehe, da kommt auch eine Struktur raus, die hat funktioniert. Am Anfang irgendwie sowas Design Thinking und überhaupt ne, wild auf Miroboard gearbeitet und so und dann irgendwann ne, konkreter geworden, fokussierter geworden, bis hin zu, zack, das ist das Autorenteam, so ist die Aufteilung, ne, und dann schreiben. Was wir natürlich gerne hätten, ist dann, dass unser Leitfaden auch wirksam ist. Da hoffen wir auf die Pilotgruppen und das Feedback und natürlich, wir hoffen darauf, dass wir da nicht völligen Blödsinn gemacht haben. Und ja, genau. Das ist so ein bisschen das so kurz gefasst, was wir in der Retro erlebt oder zusammengetragen haben. So, jetzt muss ich mal weiter improvisieren. die spannende Frage tatsächlich, wir hatten dann, ist, was sind tatsächlich so Erfolgsfaktoren dafür, dass eine Gruppe so selbst organisiert zusammenarbeiten kann. Und ich würde jetzt mal gerade mal gucken, ich glaube, wir machen das einfach in einer offenen Diskussion und sammeln ein bisschen die Stichworte jetzt hier in den Notizen. Andi, du hattest da, glaube ich, gesagt, schreibt schon jede Menge da mit. Ach, ich bin total begeistert. Danke für die Doku. Ey, der Wahnsinn. Genau. So, was sind so aus eurer Sicht Erfahrungen heraus Erfolgsfaktoren für selbstorganisierte Teams? Was hilft? Können wir ein Brainstorming machen und das irgendwo unter einem Titel? Ja, ja, okay. Dass du einen Titel eingibst und sagst, da sehen wir ein Brainstorming und dass wir da drunter und dann gehen können. Ja, das ist eine gute Idee. Dankeschön. Brainstorming, Erfolgsfaktoren. Selbstorganisierte Teams. Genau. Und er dann runter Hirnstürmen. Geben wir mal ein paar Minuten.
Also sie hat das Handy zwar in der Hand, sie sieht auch, dass ich anrufe, aber sie geht nicht ran. Also sie macht sie nicht. Jetzt habe ich auf allen Kanälen versucht. Sorry, ich habe über Teams versucht für alles. Danke. So. Bernd, das Ziel der Session war oder ist, dass wir euch einmal abholen zu dem aktuellen Stand des LernOS Leadership Guides. Die Dörte hat improvisiert leider, aber großartig gemacht, also gibt es gar keinen leider, ein bisschen unseren Werdegang erzählt, also wer das Autorinnen-Team ist und dass das auch am Anfang ja stark gewechselt hat und genau auch unseren Findungsprozess hat Dörte sehr schön dargestellt und genau, und jetzt sind wir gerade dabei, so ein bisschen am Brainstormen, am Brainstormen, was es ausmacht. Und du findest in den geteilten Notizen, findest du so ein Stück weit, also die auch, jetzt fangen wir an, gerade so die Erfolgsfaktoren eines selbstorganisierten Teams mal so zusammenzuschreiben, also so wie Dörte uns eben auch beschrieben hat. Okay, danke. Gerne. Das ist ein Ding, was ich meine. Irgendwer fängt das an auf. Ali fängt an, irgendwo hier Dokumentation zu machen, irgendwas kommt im Chat, Pivi antwortet und so, was ich gar nicht wahrgenommen hatte. Es ist total klasse. Ich liebe das. Ihr seid super. Gut, also ich gucke mal, was wir da jetzt so sehen, sichtbar machen, welche Expertise da ist und welche nicht, Ressourcen auflegen, wer hat wie viel Zeit, Team, gemeinsam Purpose, Team Canvas, ja, auch das wäre auch eine schöne Idee gewesen, stimmt. Kurze Iterationen, das sage ich allen und dann macht man das selber zu wenig, das ist super, ja. Feedback von außen, welches Außen ist da gemeint? Wenn man das geschrieben hat, vielleicht einmal kurz. Also der Lernzyklus, der ist ja für jemand geschrieben, ich möchte frühzeitig einfach Kunden, also die Zielgruppe mit drin haben und Feedback auch dazu. Und das motiviert wieder die Menschen, die den schreiben, sich selber zu organisieren. Ja. Also okay. Die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun und das gemeinsam. Ja. Okay, also ne, das ist so ein bisschen, wir hatten am Anfang ja gar nicht wirklich ein Innen und Außen. Das war ne, das Spannende tatsächlich, ne, das hat sich dann natürlich immer gebildet, spätestens mit dem Autorinnen-Team, aber am Anfang war Innen und, also das war... Ja, aber du hast ja Ideen und du kannst zu einer Zielgruppe hingehen als Person. Das mache ich und hast ein Feedback und diese Schleifen, also das reale Leben mitbringen. Das mit dem realen Leben, ja. Okay, Personas, immer haben wir gemacht. Moderation hatten wir auch unterschiedliche Leute, die moderiert haben. Und haben natürlich auch davon profitiert, dass wir da auch viele Experten an der Ecke haben. Definierte, delegierte Kommunikationsformate und Erwartungen. Ja. Klärung von Verantwortlichkeiten, zum Beispiel Delegation Poker. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen, natürlich macht es Sinn, also in meinem Kopf geht gerade ab, ja, natürlich würde das Sinn machen, aber das hätte uns jetzt noch mehr Zeit, aber das hätte sich tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwo rentiert. Wir haben es tatsächlich sehr deutlich konkreter gemacht, je weiter wir fortgeschritten waren im Prozess, wer macht jetzt genau was. Und seit wir angefangen haben zu schreiben, immer wirklich sehr gnadenlos auf wer macht jetzt was gegangen.
Mhm. Regeltreffen, klare Regelzeitplanung, genau. Welche Nahtstellen zu anderen Projekten, Teams, wer kommuniziert in welche Richtung, auf welche Weise? Stimmt, das hätten wir da, hätten wir auch was besser machen können. Auf ein Ziel, möglichst auf ein Ziel einigen. Ja, das eine Ziel in Leadership Guide machen, das hatten wir ja durchaus. Das ist halt schon klar. Also da hätte, glaube ich, ja, also wir haben am Anfang sehr viel Zeit investiert in, ne, für wen ist denn das und was soll mit diesen Menschen passieren und wie sollen die hinten rauskommen. Das glaube ich tatsächlich schon. Klare Zielsetzung, Verbindlichkeit, Entscheidungsklarheit. Check-in und Check-out haben wir gemacht. Da waren wir echt gut. Zeitstrahl meinst du im Sinne von grobe Planung in der Zeit? Genau, also dass man sich gewisse Ziele setzt, wo man was erreicht haben will. Ja. Und dass dann eine vernünftige Demonstration, wo stehen wir? Und dann Retro und dann weiter. Genau. Tatsächlich, also diese mit dem Zeitstrahl, so grobe Orientierung in der Zeit, das haben wir irgendwann auch gemacht. Aber nicht ganz am Anfang tatsächlich. Also am Anfang war das wirklich so Urschleim und so weiter. Und dann kam irgendwie so ein bisschen, ich glaube, von einigen mehr und von anderen weniger getrieben, so dieses, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen hier konkreter werden und lass uns doch mal irgendwie eine vorausgucken. Und da hilft es natürlich auch sowas, so eine Diversität im Team, sage ich jetzt mal so. Ne? Leute, die auch das dann bis zum gewissen Grad treiben, sagen, ich glaube, wir brauchen das jetzt mal. So. Ja. Ich glaube, also so als Systemikerin betrachtet, es ist einfach eine total große Herausforderung. Das eine ist, wenn du so ein Team hast, das erstmal keine Führung hat. Das ist ja eh schon, also führungslos ist, also sich da eben gemeinsame Regeln aufzusetzen, wenn es eigentlich auch keine, also von außen notwendig zu erreichendes Ziel gibt. Wir haben ja niemandem gesagt, bis dann und dann sind wir fertig. Also mehr Verbindlichkeit hat es tatsächlich in dem Moment gebracht, in dem wir so einen Moment festgelegt haben, wann wir selbst fertig sein wollen und das auch ein bisschen angefangen haben, nach außen zu kommunizieren. Aber was da eben nochmal hinzukam, ist so diese Unverbindlichkeit, dass dann eben doch Leute immer wieder rein und rausgesprungen sind. Also das heißt, du hattest also dieses Reduzieren auf so ein ganz hartes Team, das aber dann immer versucht, so weit offen zu bleiben, wie der Neue oder wenn wieder jemand dazukommt, immer wieder mit einzuladen. Und das war so eine, schwingt immer so mit. Also wir haben die Situation ja immer noch. Und das macht natürlich so einen Prozess um ein Vielfaches schwerer. Also wenn ich das jetzt mit anderen Lernpfaderstellungen vergleiche, wo das Team wirklich bis auf 1, 2, die haben dann relativ entschieden haben, sie gehen raus. Aber dann war das Team konstant und dann konntest du natürlich so eine ganz starke Verbindlichkeit entlang dieses Prozesses. Und dann kannst du auch viel besser Retros machen. Also Retros nützen dir ganz wenig, wenn du dann immer wieder neue Gesichter da hast oder die, mit denen du jetzt eigentlich, also die letzten Male gearbeitet hast, plötzlich nicht mehr da sind. Also das ist so eine Komplexität, die ist echt spannend zu beobachten. Ja. Da möchte ich was zu sagen, Piwi. Ja. Das ist das Tuckman-Modell. Jedes Mal, wenn jemand das Team verlässt oder neu reinkommt, laufen wir immer durch die Phasen durch. Mhm. Und das macht die ganze Sache schwierig. Mhm. Und ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man einfach sagen, jetzt arbeiten wir mal konstant mit einer Kerngruppe weiter. Und macht dann lieber kleinere Pakete und sagt, das geben wir jetzt raus, könnt ihr damit leben. Und nur wenn das Fokus ist. Ja, das haben wir auch gemacht. Es gab einen Moment, wo wir uns so entschieden haben, dass es gab ein Entwicklungsteam, das war irgendwie sehr volatil. Und dann gab es so eine Deadline und ab da gibt es ein Autoren- und Autorinnen-Team und das ist ein fixes Team. Also da haben wir gesagt, also jetzt wirklich nur noch alle die wirklich bis zum Ende auch mitschreiben wollen. Genau. Und das ist tatsächlich so am Anfang dieses, ne, wenn irgendwer rein oder raus ist, ein neues Team, den Effekt hatten wir. Und ist ja noch sogar noch schlimmer, wenn man sich so alle 2 Wochen trifft und dann kommen wieder neue dazu. Ich habe das auch gesehen, mich interessiert das auch irgendwie. Dann ist man erstmal bestimmt eine Viertelstunde bis 20 Minuten damit beschäftigt, denen zu erklären, wo wir gerade stehen.
So, das ist natürlich jetzt auch nur so mittelmäßig gut für einen Fortschritt. Also das, da kamen dann, also das ist tatsächlich auch so eine Abwägungsgeschichte, da kamen natürlich auch Impulse neue rein und ne, das war auch spannend und das gab dann auch nochmal so Sachen hinterfragt. Und seid ihr wirklich sicher, ne, dass ihr diese Personas haben wollt, mir fehlt dieser oder jener Aspekt? Ja, war valider Einwand. Ja. Also, solche Geschichten führten natürlich schon noch dazu, dass wir uns manchmal so ein bisschen quasi ne, wieder irgendwie zwei Schritte vor eins zurückgefühlt haben. Auf der anderen Seite war das, glaube ich, an der Stelle auch noch durchaus sinnvoll und gab gute Punkte, die dann reinkamen. Dörte, der Christian fragt gerade, ob der Lernpfad schon irgendwo einzusehen ist. Genau, also noch nicht, Christian, aber wir sind kurz davor. Also es sind alle Elemente sind tatsächlich beschrieben und wir fahren den jetzt gerade zusammen. Also das ist, müsste jetzt irgendwie die nächsten Tage wirklich fertig sein. Und genau, und dann bereiten wir die Pilotphase vor. Also das heißt, wenn es fertig ist, kannst du ihn gerne mal zu Gesicht bekommen. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass ihr den heute vorstellt, aber vielleicht, das ist natürlich spannend, so eine selbstgesteuerte Gruppenreflexion, das finde ich total interessant, aber mich hätte jetzt ganz arg der Inhalt vom Lernpfad interessiert, von daher würde ich jetzt euch herzlich danken und ziehe weiter und halte die Spannung aufrecht, bis ihr ihn veröffentlicht. Vielen Dank. Wir haben tatsächlich heute später noch eine Session, wo wir irgendwie über den Text reden. Also es ist voll dran. Danke, ciao. Ja, danke. Gut, okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Mich würde interessieren, was euch denn, was aus eurer Sicht denn nachher geholfen hat und wie seid ihr an die Elemente am Ende gekommen? An die inhaltlichen Elemente, meinst du? Genau. Was wir gemacht haben, ist also erstmal so ein bisschen Brainstorming, wir kamen von Personas und ne, was ist das gewünschte Ziel für diese Personas, wie sollen die sich hinterher fühlen? Dann haben wir Brainstorming gemacht zu den Inhalten, Methoden und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen, wir haben dann irgendwie überlegt, wie könnte eine Struktur aussehen, ne? So 12 Wochen, also Woche 0 und dann 12 Wochen und haben wie könnte so eine Struktur aussehen? Wir hatten tatsächlich sozusagen jede in einer Session entwickelt mal so eine eigene Idee von so einem 12-Wochen-Flow. Und dann hatten wir plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 12 verschiedene Strukturen oder 13 oder irgendwie relativ viele. Und jeder fand natürlich die eigene Struktur schön, ne, klar. So dass wir dann wirklich auf dem Miro-Board Kirschen drauf getan, ne? So. Und kamen mit so einer Cherry-Struktur raus. Es gab nochmal ein kleines Team, ich glaube 3 Leute waren das, die jetzt sozusagen ne, aus den meistgevoteten jetzt sozusagen das nochmal kondensiert haben. Ich war da nicht dabei, ich habe gehört, das war eine doch intensive Session. Genau, Piwi, du warst dabei, ne? Genau. Marianne auch. Ja, wir haben dann versucht, also ich glaube, der Vorteil war, wir haben neben den, also vielen Versionen, die wir erstmal so entwickelt haben, haben wir gleich relativ früh so eine Grundstruktur erstellt, also so den ganzen Lernpfad in so Phasen geteilt. Und das hat es dann ein Stück weit leicht gemacht, also aus allen Varianten, die wir dann entwickelt haben, tatsächlich. Ja, deswegen haben wir das immer Cherry-Picking genannt, also in diese Phasen wirklich so das Beste vom Besten rein zu sortieren und zu gucken, dass es dann auch gut aufeinander aufbaut in diesen einzelnen Phasen. Das war so die Herangehensweise. Genau, und natürlich immer unter der Einhaltung der Grundstruktur, also des LernOS-Leitfadens, also wirklich Woche 4, Woche 8, Woche 12, also Boxenstopp, Retro und genau. Genau, also mal ganz High Level sind die ersten Wochen, guckt man sehr, sehr stark auf sich selber, sehr selber kennenlernen. Und dann geht es, Woche 4 ist so eine Retro-Boxenstopp, 5, 6, 7 sind die Wochen, wo es darum geht, wie ist die Organisation drumherum, was ist da auch vielleicht meine Rolle und wie geht es da an der Stelle weiter. Wie ergänzt, wenn ich das jetzt irgendwie komplett sauber habe. Woche 8 ist wieder eine doppelte Boxenstopp und dann kommt sozusagen Zielgerade und ne, in die Welt bringen und so weiter. Und Woche 12 ist Feiern. Ja, also von der Innenperspektive so in die Außenperspektive und von da aus dann so in die Zielerreichung. Ne?
Genau. Und was so wichtig war, halt in allen Phasen, also immer jeden oder allen die Möglichkeit zu geben, also aus dem unterschiedlichen Stand, in dem sie zum Thema Führung sind, auch zu starten. Also so bin ich schon Führungskraft mit viel Erfahrung, bin ich vielleicht gerade auf der Karriereentwicklung und will mich aber jetzt schon frühzeitig damit auseinandersetzen. Also das ist so in der Reflexionsphase, das kann ich da sehr gut für mich definieren. Und dann aber auch in der Außenreflexion kann ich sehr gut entscheiden, also was will ich eigentlich reflektieren? Also will ich auf mein Team reflektieren, weil ich schon eins habe? Will ich auf die Gesamtorganisation reflektieren? Also auch da wieder so den Fokus selbst bestimmen und eben nur mit den Instrumenten oder mit den Hilfestellungen, die wir geben, dann eben das so durchzuarbeiten. Aber wir geben keinen Rahmen vor, den du jetzt speziell angucken musst. Das ist also für mich auch so der wesentliche Unterschied zwischen einem Lehrpfad und einem Lernpfad. Also sich hier davon frei zu machen, zu sagen, ich gebe dir einen bestimmten Blickwinkel und den musst du dir angucken. Ja, sondern ich sage, also ich entscheide, was ich mir angucken will und kriege über dich nur Instrumente oder über mich nur Instrumente, um dieses Hingucken irgendwie dann tatsächlich auch Sinn, also oder erfolgreich zu machen oder wirklich gut die Perspektive einnehmen zu können. So. Genau. So, was ich unten auch noch gerade sehe bei den Ideen, ist ein Willkommensteam bauen, was neue Mitglieder onboardet. Das wäre auch eine schöne Idee gewesen, auf die hätten wir kommen können. Danke. Ja. Was wir früher mal gemacht haben, Das ist eine Community und da kamen immer Leute wieder rein und raus. Und wir haben da eine Buddy-Struktur. Einfach gesagt, okay, der Frank übernimmt den jetzt, zeigt, was passiert ist und zeigt auch, welche Sachen noch zu tun sind und wo man sich orientiert und was man schon alles lesen kann. Und das hat sehr, sehr gut geholfen, wirklich Menschen mitzunehmen und nicht nur zu sagen, hier hast du eine E-Mail und eine Linkliste, liest mal durch. Absolut, ja. Also das mir vor, also die Übersicht, die haben natürlich auch total viel ihren Beitrag dazu geleistet. Genau, und wir hatten am Anfang, also auch gerade mit der Claudia, die hat sehr, also auch immer viel Zeit irgendwie für dieses Onboarding sich genommen. Wir haben nur dann irgendwann mal festgestellt, also dass es einfach sehr viel Zeit immer in Anspruch nimmt und wir einfach nicht an die Inhalte rankommen. Also wir haben ja auch alle nur begrenzt Zeit, zumal einfach viele von uns auch freiberuflich tätig sind, ja, und dann hat sie gesagt, okay, 2 Stunden, und wenn von diesen 2 Stunden aber immer erstmal so eine Stunde Teamentwicklung kommt, dann kommst du einfach nicht gut an die Inhalte ran. Das ist so diese Ambivalenz. Also bei allem Verständnis, systemisch, dass es das alles braucht. Aber wann kommt so der Moment, wo du sagst, jetzt gehen wir straight ahead? Und das war, glaube ich, aber der Moment, wo wir gesagt haben, so jetzt sind wir ein Autoren- und Autorinnen-Team und bleiben da auch in dieser Community und nehmen da jetzt auch niemanden mehr also mit dazu. Ne? So, genau, und das war ein ganz wichtiger Moment, um so jetzt dann auch mal in Flow zu kommen. Weil das hat auch eine hohe Frustration, wenn du jedes Mal 2 Stunden da reingehst. Also ich sag das ganz ehrlich, es hat eine hohe Frustration und ich jedes Mal irgendwie kurz vor Ende dann eine halbe Stunde, ja, und was machen wir jetzt heute eigentlich? Dann, also für jemanden, die so strukturiert ist wie ich und so, so Bock hat, also so wirklich die Dinge auch fertig zu kriegen, war das echt lange eine Challenge. Ja, ihr seht schon, welche Rolle Piri in diesem Team hatte. Und das ist super. Wie würdet ihr euch denn diese Pilotphase jetzt vorstellen und wünschen? Also was wir sind, erstmal besammeln jetzt erstmal Interessentinnen und Interessenten. So, wenn es in einem Unternehmen jetzt eine Gruppe gibt, dass hey, ne, ich kann in diesem Unternehmen bei uns das organisieren, dass wir hier eine Gruppe aufsetzen, super, sehr gerne. Ansonsten werden wir sehen, dass wir die anderen, die jetzt sozusagen freischwebend sind, mal irgendwie zusammenbringen. Es ist auch eine gute, also wenn auch jemand das irgendwie als Alleinreisende machen möchte, auch gerne. Wir haben, glaube ich, noch keinen echten Plan. Also mein Plan wäre, so eine Art Kick-off für Piloten zu machen. Spontan jetzt mal so gedacht. Wo wir einfach mal das dann mal vorstellen, das Dokument übergeben und dann auch so ein bisschen Begleitung machen, dass wir vielleicht von dem AutorInnen-Team 1, 2 irgendwie jetzt mal in die Pilot zu den Boxenstopps vielleicht mal dazukommen oder so. Und ein Feedback zum Beispiel über so ein Zoom-Pad laufen kann oder irgendwie sowas. Okay. Ja, so die Liste haben wir ja schon. Wir haben ja die Liste schon und wir wissen, wer von uns
welches Unternehmen oder wen wer gemeldet hat, begleitet. Also das heißt, das haben wir schon sehr gut zugeordnet. Und so die Idee ist tatsächlich, da müssen wir gucken, ob das terminlich passt, dass du halt, also ein Kickoff entweder wirklich mit dem Unternehmen dann machst. Also bei mir ist der Markus Metz, den ich begleiten werde, mit denen, die er im Unternehmen findet, die mitmachen wollen. Genau. Und dann mache ich mit denen auch, es gibt ein Zoom-Pad, das wir angelegt haben. Und in dem Zoom-Pad werden die Notgruppen ihre Erkenntnisse reinschreiben. Also zwar von Tippfehler angefangen über halbe Sätze, also unlogische Dinge, die da drin stehen, nicht funktionierende Links, die da drin stehen. So, was wir nicht mehr machen werden ist oder nur begrenzt machen werden, nochmal den Content wahnsinnig verändern. Also selbst wenn jetzt irgendwie einer sagt, oh, die Übung fand ich jetzt nicht so toll, oder eine sagt, naja, also da würde ich euch was anderes vorstellen. Das muss schon einen ganz, ganz, ganz starken Impact haben auf ein Nicht-Funktionieren, dass wir eine Übung rausnehmen, weil sonst kannst du ja irgendwie die nächsten 5 Jahre schreiben. Ne? So, also das ist inhaltlich, sind wir da eigentlich ziemlich fest. Aber und dann, wenn die Pilotphase abgeschlossen ist, werden wir quasi den Content nehmen und dann nochmal die letzte Version überarbeiten. Das ist so die Herangehensweise. Und während der Pilotphase, also werde ich zumindest mit meinen, die ich betreue, in jedem Fall auch Meetups oder so haben, zumindest zum Boxenstopp, dass mal reinhören, wie geht's denen. Das ist bei den Alleinreisenden auch immer sehr wichtig. Ja, genau. Ich glaube, gerade wenn da Alleinreisende unterwegs sind, das ist nochmal extrem wichtig. Genau. So. Einen Punkt habe ich noch, den möchte ich loswerden. Ja, gerne. Selbstorganisierte Teams brauchen auch eine Führung. Und ich finde, die Führung kommt über den Purpose und dass man sich am Anfang auf ein Ziel einigt und auf Regeln. Und wenn wir das nicht haben, wird es schwieriger. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ändert sich auch über die Zeit. Also wir hatten tatsächlich so, auch die Regeln ändern sich dann irgendwie über die Zeit. Auch die Teilnehmenden, also wer ist drin, wer ist nicht drin. Genau, was du gerade so zeigst. Ne? Und ja, wahrscheinlich hätten so formale Retros diese Entscheidungspunkte generiert irgendwo. Ich glaube, wir haben sie uns dann selber gemacht. Und mein Checkout. Super. Ja. Danke. Da du schon angefangen hast. Einmal die Runde rum. Was sagen die anderen? Sehr spannend. Also danke. Danke. Mich erinnert das sehr, sehr an das, was wir gerade bei der Gesellschaft für lebenslanges Lernen durchgemacht haben, wobei wir relativ erfahren waren und nur zu dritt. Und dann ist das relativ harmlos im Vergleich zu dem, was ihr durchmachen musstet. Und das Hauptthema war bei uns Commitment. Ja, also im Sinne von regelmäßig, zeitlich, mittwochs, 7 Uhr abends bis 8.30 Uhr mindestens dabei sein. Wer das nicht schafft, ist raus. Und das hat viel sozusagen geräumt. Ja, das glaube ich. Okay, danke. Ja, mir hat das sehr geholfen, muss ich sagen, weil wir befinden uns gerade selber in einem Lernfahrt-Entwicklungsprozess zum Thema digitale Zusammenarbeit. Und ich habe mich da 1:1 wiedererkannt mit all diesen Themen und Geduldsfragen und so weiter und so fort. Von daher war das richtig passend. Vielen Dank dafür. Gerne, danke. Vielen Dank für euren Input. Wir sind durch, ne? Ja, gibt es noch andere Stimmen? Nee, danke. Also mir hat es auch gut gefallen. Wir haben das Thema selbstorganisierte Teams auch im Unternehmen gerade und auch da habe ich vieles erkannt, womit wir uns beschäftigen. Und ich kenne es auch, weil ich auch Fabiens Projekt quasi kenne aus dem Guide Exchange und da es einfach so war, dass ich mich auch ab einem bestimmten Punkt rausziehen musste, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Also kenne ich auch diese Seite. Ja. Okay. Ja gut, dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank für die Ideen, vielen Dank für die Dokumentation, Ali, das ist super. Und dass ihr auch mit diesen technischen Problemen, die wir da hatten, seid ihr sehr locker mit umgegangen. Also, Dankeschön. Danke, bis dann, ciao. Tschüss. Jetzt müssen wir nur gucken, wie speichert man das denn ab? Hast du da eine Idee? Ich glaube, der Benedikt macht das. Ah, der Benedikt macht das. Okay. Und ihr dürft bei mir vorbeikommen, wir haben das Gleiche, nur wir machen das für Become a Digital Trainer. Ja. 11 Uhr, Hammel. Nee, ich gehe jetzt in meine. Ja, ich weiß. Tschüss. Okay, dann komme ich doch vorbei. Gut.
Hast du super gemacht. Hast du super gemacht. Haben wir zusammen gut hingekriegt. Ja, ne, war super, oder? Ja. Das war ein Problem, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ich dachte, oh, geht das in den Gruppen räumen, weiß der Geier was. Und dann die ganze Präsentation tut nicht so, ach, okay. Ich erzähle mal was. Dein Team bleibt dein Team, Dörte. Ja, super, danke. Nein, ciao. Klasse.